Moin und hallo, ihr schaut Marvolomania. Ich bin Marv und in meiner Rubrik Darf ich vorstellen, möchte ich euch heute Vampire Survivors vorstellen. Jetzt sagt ihr, Marv, Vampire Survivors, ist doch ein alter Hut, das kennen wir doch schon. Das brauchst du uns nicht zeigen. Ja, ich weiß, das Spiel hat jetzt fast 2 Jahre auf dem Buckel und ist natürlich damals und auch teilweise heute noch durch regelmäßige Updates und so in aller Munde. Aber folgendes, ich spiele diese Art Spiele total gerne. Das werdet ihr in Zukunft auch noch ein bisschen merken auf meinem Channel. Und man muss sagen, Vampire Survivors hat halt einfach dieses Genre begründet. Deswegen nennt man andere ähnliche Spiele auch Vampire Survivors Likes und genau diese anderen Spiele spiele ich wirklich sehr, sehr gerne und ich finde, da liegt es nahe, einfach nochmal für den Kanal jetzt hier so ein Video zu haben, wo ich euch kurz zeige, was Vampire Survivors ist, wie man das spielt, um das Ganze abzurunden. Das ist also wirklich, muss man sagen, im Dezember 21 kam es raus. Mittlerweile gibt es das auch auf, ich glaube, Mobile, auf der Switch gibt es das. Es kam jetzt gerade ein Update raus, wo ein Couch-Koop eingeführt wurde, was auch richtig geil ist. Eine neue Engine wurde, oder das Spiel wurde in einer neuen Engine veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich sind das dann auch Performance-Geschichten und so, obwohl das bei mir vorher auch immer super lief, auch mit sehr, sehr vielen Effekten auf dem Screen und so. Naja, genau. Und ich finde das stark, dass so ein Indie-Game, welches übrigens 5 Euro bei Steam kostet, so, ich habe wieder so viele Stunden da schon reingeschickt, ist einfach, Preis-Leistung ist halt einfach super und das Ding hat halt wirklich einfach ein neues Genre begründet. Das ist so, wie wenn man sagt, Souls-like-Spiele, ne, dass das dann irgendwie von Dark Souls kommt, sind halt diese Vampire Survivors-like Spiele, kommen halt nun mal von Vampire Survivors. Ich versuche das ein bisschen so zu erklären, als ob man keine Vorkenntnisse hat. Im Grunde genommen, wir starten jetzt gleich einfach mal ein Spiel. Wir wählen uns einen Charakter aus. Wir können auch gerne den ersten hier nehmen. Das ist jetzt vielleicht nicht mein Favorite, aber wir starten einfach mal in ein Spiel. Wollen wir noch irgendwie was hier einstellen? Nö, ich glaube nicht. Wir nehmen auch die erste Stage. Das ist so das, was man am Anfang natürlich freigeschaltet hat. Später gibt es hier noch andere Karten. Es gibt, glaube ich, auch mittlerweile DLCs, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekauft habe. Und wir machen mal den Hyper-Mode raus und starten einfach mal. Das Ganze ist ein, ich glaube, man nennt das auch Reverse Bullet Hell. Kann man, glaube ich, ne? Es ist im Grunde genommen so, dieser Charakter, der greift automatisch an und ich brauche ihn nur zu bewegen und zu steuern. Also und töte damit also diese Fledermäuse, die hier gerade da sind und sammle, diese Fledermäuse lassen so kleine Gems fallen und das ist sozusagen, gibt mir Erfahrung, der blaue Balken hier am oberen Spielfeldrand. Und mit jedem Level Up wähle ich also mir Upgrades aus. Also entweder neue Waffen, die hinzukommen oder Upgrades für vorhandene Waffen oder passive Dinge. Haben wir hier was Passives? Nee. Aber passive Sachen, die, sag ich mal, Stats verbessern. Also, dass ich schneller laufe, dass ich mehr HP habe, dass die Waffen insgesamt mehr Schaden machen, dass die Flächen größer werden von den Waffen und so. Sowas gibt's jetzt alles. Ich wähle jetzt einfach mal, um das hier zu zeigen, einfach mal, ich glaube, Lightning Rod sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Ich nehme mal die Ebony Wings, die nehmen wir jetzt mal. Und jetzt seht ihr schon, dass da so ein Kreis noch um meinen Charakter rumfährt in einigem Abstand, wo dann sozusagen dieser Vogel Schaden macht. Ja? Die erste Waffe, die ich habe hier oben, das ist sozusagen die Peitsche. Das ist die, die nach vorne und nach hinten schlägt. Und ja, ich versuche jetzt einfach hier so ein bisschen Gegner zu töten und immer weiter hoch zu leveln, damit wir möglichst mächtig werden in dem Game. Hier sehen wir zum Beispiel, das ist so ein passives Ding. Shields from Damage when active, also das hat sozusagen eine Auslösezeit. Und wenn das Ding aktiv ist, dann bekomme ich keinen Schaden. Das ist auch sowas Passives, ne? Wenn, also dass ich eine Chance habe, die Gegner einzufrieren. Ich nehme aber Song of Mana mal mit. Werdet ihr gleich sehen, das ist so ein Ding, was von oben nach unten geht. Ne, und das macht dann halt einfach Schaden. Und später bekommen wir Upgrades dafür. Da wird das dann, wie gesagt, wird die Fläche größer. Es kommt mehr Schaden. Es werden natürlich auch immer mehr Gegner, immer schwierigere Gegner und so. Und ich will das jetzt auch gar nicht also komplett ernsthaft spielen, sondern ich dachte mir, ich mache wirklich mal ein kleines Video, um euch das mal näher zu bringen. Also die Leute, die das tatsächlich noch nicht kennen. Lasst euch
von der Grafik nicht abschrecken. Also das Spiel macht furchtbar viel Spaß. Es hat einen sehr, sehr großen Suchtfaktor. Und es bietet auch eine gewisse Tiefe. Also ich sage bewusst gewisse Tiefe, weil es mittlerweile Vampire Survivor-likes Spiele gibt, die noch deutlich deutlich tieferes Gameplay haben. Hier bei Vampire Survivors ist es halt so, man kombiniert halt gewisse Waffen miteinander, die sozusagen gut funktionieren, wo zum Beispiel eins ist ein gutes Single-Target-Ding, dann gibt es AOE, Clear, dies, das. Und was es auch gibt, das sieht man jetzt hier, das ist ganz gut, dass wir das jetzt bekommen. Hier gibt es noch diesen weißen Vogel, das ist auch wieder ein Circle sozusagen, der um uns rumgeht und Schaden macht. Und hier steht dran Evo. Und das bedeutet, wenn ich dieses hier nehme und das hier auch habe, also den weißen Vogel und den schwarzen Vogel, und die beide komplett hochgeskillt sind, dann kann eine Evolution passieren. Vielleicht sehen wir das noch, vielleicht spiele ich so lange, dass wir das sehen. Und dann, also wird diese Waffe nochmal stärker. Und das ist eigentlich ganz geil, darauf zu achten, dass man sagt, okay, bei dem weißen Vogel und schwarzen Vogel, das ist relativ easy, aber es gibt auch, sagen wir mal, Dinge, die dann die Peitsche dann aufsteigen lassen. Das ist dann irgendein Passive. Das gleiche gibt es natürlich auch für Song of Mana und so. Also die sind wirklich besonders stark, diese Waffen. Und da sollte man so ein bisschen drauf achten. Kriegt man alles im Internet raus, gibt Wikis dazu und so. Hier wird es mittlerweile, ich glaube, früher wurde das gar nicht angezeigt. Ja, da musste man das sozusagen rausfinden oder aus dem Kopf wissen, wie auch immer. Hier wird es jetzt angezeigt. Deswegen nehmen wir das jetzt auch mal mit. Aber wie gesagt, dafür müssen erst beide Waffen, die sozusagen zusammengehörig sind, auf der Max-Stufe sein. Und wenn man hier mal reinguckt, hier oben sieht man so kleine Kästchen, ne? Also das sind wie viel? 3, 6, 8. Und die sind jetzt sozusagen auf Stufe 1 von 8. Also wir müssen dieses hier auf 8 bringen und dieses hier auf 8 bringen. Und dann können wir über einen Kisten-Loot den sozusagen Elite-Gegner fallen lassen. Können wir dann die Waffe upgraden. Elite-Gegner sind blau umrahmt. Ihr seht schon, hier ist eine Fledermaus. Das ist ein Elite-Gegner. Sieht jetzt nicht besonders mächtig gerade aus. Hält aber sehr, sehr viel aus, wie ihr seht. Wir haben da jetzt schon das ein oder andere Mal drauf geschlagen. Und normalerweise sind die Fledermäuse sehr schnell weg. Ja, da dauert es halt einfach ein bisschen. Hier sehen wir die Peitsche. Wird zum Beispiel, haben wir hier eine Evolution, wenn wir Hollow Heart nehmen. Das würde ich auch einfach mal mitnehmen. Einfach schon mal sichern. Denn in dem Spiel ist es so, ihr könnt halt maximal, warte mal, 6. Könnt ihr 6 Waffen oder 7 Waffen nehmen? Aber ich bin jetzt nicht sicher. Und genauso viele Passives. Also wenn die Reihe hier voll ist mit Waffen, dann könnt ihr keine andere mehr nehmen. Ne? Und wenn die Reihe hier voll ist mit Passives, könnt ihr auch keine andere mehr nehmen. Genau. Aber hin und wieder lassen Gegner hier solche Essen fallen. Wenn ihr darüber lauft, dann werdet ihr geheilt. Das ist später dann auch mal ganz wichtig. Und was ich auch ganz geil finde an dem Game ist, dass die Stages sich doch sehr doll unterscheiden. Also das ist jetzt eine sehr offene Stage, die erste hier in diesem Garten oder weiß nicht, ob es ein Friedhof ist oder irgendwas. Später gibt es engere Stages, da sind natürlich dann auch andere Waffen besser, weil die an den Wänden abprallen und so. Das ist schon eine coole Sache. Ja, der Duplicator, den finde ich ehrlich gesagt immer gut, weil Waffen dann mehr Projektile schießen. Bei uns, so an Waffen, ist das jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Wir nehmen einfach mal hier die Vögel noch mit, damit wir da möglichst schnell auf einen Level kommen. Im Grunde genommen ist es Ausweichen und so ein bisschen gucken, dass man mit seinen Attacken, die, wie gesagt, automatisch ausgeführt werden, also ich brauche nur Pfeiltasten hier, um das zu spielen, dass man die Gegner damit hittet. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Throws a bouncing projectile. Cooldown reduce. Kenne ich noch gar nicht. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also ich habe das jetzt auch eine Weile nicht gespielt, das Spiel. Ach komm, wir nehmen es mal mit. Keine Ahnung, was da passiert. Guck mal. Ah, okay. Da kommen also irgendwie Blumen raus. Aber wann machen die denn Schaden? Wenn die so explodieren, oder was? Ja, naja. Die Gegner verfolgen uns natürlich immer. Wir können die so ein bisschen kiten und dann, also von dem Loot hier weglocken. Und dann später hier groß einsammeln.
Wir nehmen mal Whip mit. Ja, dann nehmen wir... Ne, Runechaser nicht. Wir machen das jetzt einfach mal nochmal eine Nummer schneller. Hier kann man auch rerollen, skippen und banishen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich will alles neu haben, da ist alles scheiße von, dann drücke ich reroll. Wenn ich skippen, ich weiß gar nicht, warum man skippen würde, ehrlich gesagt. Weiß ich jetzt nicht. Und banishen, da kann ich zum Beispiel sagen, das eine Ding will ich nie haben und dann banish ich das. Am Anfang, wenn man das Spiel neu installiert hat, ganz frisch, dann hat man, glaube ich, diese Optionen noch nicht oder zumindest nicht so viele davon. Also ich konnte ja jetzt, glaube ich, 4-mal rerollen oder 6-mal oder so. Das spielt man sich dann über die Zeit frei. Also es gibt sozusagen auch einen kleinen Meta-Progress. Also wo ich dieses gewonnene Gold, hier oben habe ich jetzt 2 Gold, dieses gewonnene Gold kann ich dann einsetzen, um solche Sachen hinzuzukaufen. Ne? Oder zu sagen, der Charakter soll sich von Anfang an schon ein bisschen schneller bewegen und so. Das ist sozusagen Meta-Progress und man schaltet weitere Charaktere frei. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Charaktere schon. Das war am Anfang auch nicht so, aber mittlerweile gibt es da wirklich schon eine ganze Menge. Ich glaube, der, den ich jetzt spiele, das ist wirklich auch der erste, also der mit der Peitsche. Peitsche gefällt mir aber ehrlich gesagt auch nicht so besonders gut, weil die Area of Effect einfach sehr gering ist, ne? Also vor, zurück. Also es geht ja nur ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach hinten. Da gibt es deutlich geilere Sachen, die viel mehr vom Bildschirm clearen können. Ja, aber es ist jetzt natürlich auch auf einem relativ einfachen Schwierigkeitsgrad. Hier passiert noch nicht groß was Schlimmes. Ja, und wir clearen jetzt mit der Peitsche dann doch auch sehr gut. Seht ihr, da ist so eine Truhe. Weil ich gerade diese Elite-Fledermaus kaputt gemacht habe. Hier nehmen wir mal die King-Bible mit. Sammeln wir ein und dann kommt hier dieser Treasure-Found. Und nur über diesen Treasure-Found könnt ihr später die Waffen evolutionieren, sagt man das so? Ich weiß nicht. Also nur darüber geht das. Es droppt aber sozusagen zu 100%. Also wenn ich jetzt den weißen und den schwarzen Vogel komplett geupgradet habe, dann muss ich eine Kiste einsammeln, damit aus dem die neue Waffe wird. Aber das passiert zu 100%. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie 5-6 Kisten einsammeln muss und hoffen muss, dass das kommt. Sondern wenn ich die Voraussetzung erfülle, dann ist das hier auf jeden Fall drin. Jetzt habe ich einfach ein Upgrade bekommen für die Peitsche. Die ist dann jetzt damit schon auf Level 5. Manchmal hat man auch Glück, dann sind in diesen Truhen mehrere Upgrades drin. Also ich habe, jetzt war ja 1 drin für die Peitsche. Es kann aber auch sein, dass da mal 3 drin sind. Es kann auch sein, dass 5 drin sind und ich glaube sogar auch 7. Ich weiß gar nicht, wovon das dann groß abhängig ist. Wir haben jetzt die Peitsche schon super geupgradet. Das läuft auf jeden Fall. Ja, ihr seht schon die Gegner. Jetzt haben wir gar keine Fledermäuse mehr. Jetzt sind andere Gegner, die dann ein bisschen mehr HP haben und so. Manche sind auch schneller, manche schießen Projektile. Es gibt wirklich eine große Anzahl von Gegnern und das macht das Spiel eigentlich auch interessant. Jetzt sind wir hier eingekreist. Das kennt ihr, wenn ihr mein Time Waste das Video gesehen habt, kennt ihr das mit dem Einkreisen. Aber da müssen wir eigentlich nur... Ich glaube, die lösen sich dann von alleine irgendwann auf. Wir müssen nur ein bisschen was töten, was hier drin ist. So war das zumindest, wenn ich mich nicht irre. Hier seht ihr auch ab und zu mal an meinem Charakter. Jetzt zum Beispiel diese King Bible ist so ein... Die dreht sich im Kreis um mich herum und hat einen Knockback. Ja klar, wer solche Spiele kennt und so, der weiß Knockback, geil. Warte, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Nehmen wir den Song of Mana mit. Weil natürlich geht's irgendwann, haben wir die King Bible so weit, dass sie permanent da ist und auch einen größeren Radius hat und so. Das ist einfach alles trägt deutlich zur Survivability bei und natürlich auch zum Damage, das ist klar. Ich will hier noch diese Kiste einsammeln. Ich will aber nicht zu sehr in die Gegner reinlaufen. Vampire Survivors ist einigermaßen vergebend. Also nicht wie bei Time Erasers zum Beispiel, wo man super viel Schaden bekommt, wenn man in den Gegner reinrennt. Hier ist es noch einigermaßen human, wird aber natürlich auch von Gegner zu Gegner mehr, also von Gegnerstufe. Da war jetzt Song of Mana drin. Das nehmen wir natürlich mit. Also man bekommt in diesen Kisten auch nur Upgrades für Spells, die man hat.
Ne? Jetzt habe ich einen Magneten gefunden. Das ist noch ein Magnet, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Magneten machen einfach, dass alles angezogen wird, was hier auf dem Boden liegt. Und das ist immer eine ganz nette Sache, weil ja, wir haben ja natürlich auch relativ viel liegen lassen. Soll ich hier eigentlich auch die Dings nehmen können? Die Peitsche. Aber die Gegner sind schon ein bisschen hartnäckiger, das seht ihr. Da brauchen wir schon deutlich mehr, um die ja, zu töten. Ja, und im Grunde genommen geht es immer so weiter. Es kommen natürlich irgendwann auch Bosse. Oder ja, Elite-Gegner. Die aber irgendwann dann viel, viel schwerer werden als die Fledermaus, die wir am Anfang hatten. Ne? Manchmal kommen hier auch so kleine Horden rangeflogen. Das tut uns jetzt aber mittlerweile nicht mehr weh, weil wir die einfach one-shotten. Ne? Also hier kommen jetzt gerade wieder Fledermäuse, werden damit reingemixt und ihr seht, wir räumen einfach so eine Gruppe da komplett weg. Das war so ein Frozen-Ding, die sind jetzt frozen in time und bewegen sich nicht mehr. Das ist für uns so eine Chance, hier mal so ein bisschen aufzuräumen. Spellbinder ist zum Beispiel, erhöht die Dauer von Waffeneffekten und passt halt zur King Bible, ne? Also die Evolution. Deswegen nehmen wir das mit. King Bible ist, glaube ich, auch richtig geil später. Also wenn die voll ausgelevelt ist, ist das schon eine coole Sache. So, jetzt versuchen wir hier den Elite-Gegner noch kaputt zu machen. Da laufen wir jetzt noch mal ein bisschen außen rum. Ja, und da gibt es natürlich jetzt mittlerweile also wirklich einige Ableger von dem Spiel, die sich, naja, ich wollte gerade sagen immer, aber das stimmt nicht, aber die sich oftmals ja, was Neues einfallen lassen, noch so einen ganz eigenen Twist haben. Hier auf dem Kanal gibt es ja schon ein Video zu Time Wasters, was auf jeden Fall ein ähnliches Spiel ist im Weltraum, relativ nah dran hier am Original, würde ich sagen. Aber mit ein paar Besonderheiten, logischerweise. Was ist denn das Kreuz hier? Oh, okay, da geht einfach alles weg. Ja, und da werde ich auch im Laufe der nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal ein paar Spiele vorstellen. Ich bin wirklich großer Fan von dem Genre, weil es süchtig machend ist, dieses immer wieder aufleveln und immer wieder stärker werden und zu merken, oh krass, jetzt kriege ich die Gegnerwelle auch noch weg und so. Das ist halt einfach ja, ein cooles Spielprinzip. Also das Gameplay ist einfach super. Ich habe euch jetzt natürlich hier, das muss man auch sagen, wirklich die einfachste Variante gezeigt. Ne? Also das Spiel kann man deutlich schneller spielen, dann ist alles schneller, sind Gegner schneller, ist man selber schneller, es kommen mehr Gegnerwellen am Anfang und so. Also das kann man dann alles auch noch einstellen und dann wird es auch auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller. Es gibt auch verschiedene Challenges, die jetzt nicht offiziell sind, aber es gibt Leute, die machen so eine man darf nie stehen bleiben Challenge, das ist ja, ich sag mal, auf der Map ist das relativ einfach, nicht stehen zu bleiben. Aber es gibt auch Challenges, die dann No-Move-Challenge, so, wo man dann versucht, einfach wirklich komplett stehen zu bleiben und seinen Charakter so auszubauen, dass er das trotzdem irgendwie hinbekommt, ja, Erfahrung zu bekommen und die Zombies halt, oder die Vampire oder was auch immer, umzubringen. Ja, wir laufen jetzt mal noch ein Stückchen. Ich glaube, hier oben, war das hier oben? Ja, da ist nochmal so ein Magnet, den würde ich jetzt mal einsammeln. Dann gucken wir mal, ob hier vielleicht irgendwo noch zu futtern drin ist. Wir kriegen halt relativ... Oh, 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 oh. Ich würde sagen, wir kriegen relativ wenig XP für meinen Geschmack. Links noch mit. So, jetzt gehen wir mal auf die Suche nach ein bisschen was zum Futtern. Gleich zwei gefunden. Perfekt. Sehr gut. So, und eigentlich würde ich euch ganz gerne noch so ein bisschen Endgame zeigen. Einfach mal gucken,
wie das dann aussieht, wenn der Charakter ein bisschen abgelevelt ist und alles auch ein bisschen schneller geht. Vielleicht, wisst ihr was, wir machen das so. Ich meine, Spielprinzip ist wahrscheinlich verstanden. Also vermutlich kanntet ihr das vorher auch schon, muss jetzt nicht tausendmal sagen. Aber wir können gerne mal, warte mal, resume. Ich muss doch irgendwie, ja, quitten. Wir quitten das Ganze mal und wir machen nochmal ein neues Spiel. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wen kann man denn da gut spielen. Hier habe ich auch, guck mal, den Ramba habe ich noch gar nicht freigespielt. Ich glaube, Carvalho ist gut. Ja, oder hier ihn. Er hier ist auch nicht schlecht. Lass uns hier den Knoblauchtypen mal nehmen. Der hat minus 30% Max Health. Achso, das können wir auch noch machen. Power-Up ist sozusagen die Meta-Progression. Da könnt ihr solche Sachen wie Raises Inflicted Damage. Da habe ich natürlich jetzt schon alles geskillt. Ich habe das Spiel schon einige Stunden gespielt. Auch Reroll, Skips und sowas. Das ist hier alles jetzt sozusagen schon mit. Das können wir zum Beispiel nochmal mitnehmen. Omni können wir auch mitnehmen. Hier ist Curse, das ist Increased Enemy Speed. Also das macht die Gegner stärker. Aber es kommt auch 10% more Frequency. Und das ist halt natürlich auch geil, weil man dadurch dann natürlich auch mehr XP farmt. Wir können auf jeden Fall das hier nochmal mitnehmen. Wir haben ja auch irgendwie, wo haben wir denn das ganze Gold her? Ich glaube, das können wir einfach alles mitnehmen. Und dann fangen wir nochmal ein Spiel an mit dem Typen hier. Die haben alle mal irgendwie, also eine Startwaffe, das ist Knoblauch, und der hat eine 25% erhöhte Pick-up-Range und minus Max-Health, ne? Also so hat jeder was. Der hat zum Beispiel, dass die Projektile 10% schneller sind und solche Sachen. Wir nehmen aber mal den Typen, weil ich glaube, ich habe lange nicht mit dem gespielt. Und wir nehmen Stage 2, die ist relativ einfach, macht aber Bock. Und wir nehmen Hyper, da kriegen wir Gold- und Luck-Bonus dazu. Und Movement Speed von plus 25 auf plus 90. Da wird das alles irgendwie ein bisschen schneller. Dann können wir auch noch Hurry machen, ne? Da gibt es einen XP-Bonus. Aber die Uhrzeit läuft auch viel schneller. Ich glaube, so ist an sich jetzt gut. Wir spielen das mal als Hyper. Und dann seht ihr schon, das ist jetzt ein bisschen schneller, ne? Und ganz kurz, also dieser Knoblauch, der macht halt einfach diese Fläche um ihn rum, die man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht sieht. Aber die macht dann halt einfach Schaden. Sehr wenig Schaden, wie ich gerade merke. Also hier geht gerade nicht so viel kaputt. Und jetzt nehmen wir noch Center Water dazu. Das sollte eigentlich dann schon mal was sein, wo wir Gegner auch mal ein bisschen kaputt bekommen. Wir nehmen die King Bible dazu. Seht ihr, da fällt jetzt so Weihwasser praktisch runter. Und wenn die Gegner da durchlaufen, bekommen sie Schaden. Ihr merkt, es geht alles schon ein ganz, ganz klitzekleines bisschen schneller. Also wir leveln hier deutlich schneller hoch. Alles ist irgendwie, alles passiert ein bisschen schneller. Center Water dazu. Und so macht das dann natürlich auch Bock, ne? So macht das Bock. Ich habe mir sagen lassen, dass das auch die Mobile-Variante sehr, sehr gut sein soll. Ich bin nicht so der Mobile-Gamer. Ich komme da nicht so richtig mit zurecht. Ich spiele lieber am PC mit Controller oder auch mit Tastatur, wie ich das jetzt in diesem Fall mache. Aber auch die Mobile-Variante soll sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob ich es eingangs gesagt hatte. Ich glaube schon. Das Spiel kostet 4,99. Das ist ein... Also aus meiner Sicht, wenn man sagen kann... Also ich kann mit dieser Pixelgrafik was anfangen. Also ich kann sowieso was mit dieser Pixelgrafik anfangen. Mir ist vollkommen klar, dass, wie soll ich sagen, also dass der Spielspaß nicht über Grafik kommt. Manchmal ist es auch mir zu viel, aber ich finde, dafür ist das hier echt noch super. Und hey, 4,99, das ist einfach ein absoluter Indie-Hit, den man im Grunde genommen wirklich mal gespielt haben muss, aus meiner Sicht, ne? Also das ist wirklich Vampire Survivors ist jetzt nach 2 Jahren schon ein absoluter Klassiker und wie gesagt der Begründer eines neuen Genres und deswegen gibt es auch dieses Video hier und ja, wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das Spiel hier funktioniert. Also kauft das, wenn ihr Bock habt. Ich finde, bei solchen Spielen, da muss man die Entwickler dann auch einfach irgendwie unterstützen und so.
Wobei, das hat sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie oft sich das verkauft hat, aber ich glaube, die haben gut Kohle mit dem Spiel gemacht, zu Recht auch. Also ich bin da nicht irgendwie missgönnerisch drauf oder so. Ich finde das auf jeden Fall gut. Wenn jemand gute Ideen hat und so, dann soll man damit auch eine Mark machen, ne? Also, ja, im Moment ist so, ihr seht ja, ich laufe hier ein bisschen rum. Und im Moment töten wir alles noch sehr gut. Ich nehme, also Garlic würde ich auf jeden Fall mal stärker machen. Das ist so passiv auch ganz gut. Wir müssen halt relativ nah ran zu den Gegnern. Relativ nah dran. Also der Kreis ist schon deutlich größer geworden, als er zu Anfang war. Und es macht natürlich Sinn, sich hier in diese Flächen reinzustellen oder zumindest so hinzustellen, dass ein Großteil der Gegner ja, da durchlaufen muss. Und dann ist es eigentlich eine relativ safe Sache jetzt gerade. Ich würde da hinten nochmal hier die Dinger einsammeln. So, Center. Ne, wir nehmen Garlic mit. Garlic kann ruhig immer stärker werden. Also ich glaube, das ist ein Endless-Level. Also man kann hier unendlich nach rechts und nach links rennen. Oder kommt man irgendwann auf der anderen Seite wieder raus? Nee, ich glaube nicht. Das seht ihr schon, das ist hier so ein etwas stärkerer Gegner. Da brauchen wir ein bisschen für. Das macht aber nichts. Die sterben im Grunde genommen, wenn wir hier so ein bisschen rumlaufen, sterben die einfach passiv. Wir müssen uns da nicht so super großartig drum kümmern. Pickup Range können wir auf jeden Fall nochmal hochsetzen. Oh, ich habe hier einen Flammenwerfer eingesammelt. Das ist so ein kleines Gimmick zwischendrin, wo wir dann einfach mal hier wirklich alles one-shotten. Und das ist dann natürlich ein netter XP-Boost, ne? Das kann man halt nicht anders sagen. So, Spellbinder. Ja, schade, dass wir noch keine, ich glaube, eine Krone ist das, gefunden haben. Die gibt uns nämlich XP-Boost. Das ist natürlich auch nicht unwichtig, finde ich. Jetzt seht ihr schon, das ist jetzt mal eine Kiste, wo ich drei Items kriege. Zweimal Center Water und einmal a Track Orb. Sehr gut. Also alle Upgrades sind jetzt im Moment gut. Aber gerade Center Water, ihr seht schon, ne, wenn die da durchlaufen, das macht schon richtig viel Damage. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben jetzt Garlic, haben wir komplett geupgradet. Wenn wir das, wenn wir die nächste oder die Evolutionsstufe erreichen wollen, müssen wir Pumarola upgraden und das deswegen gehe ich jetzt da drauf, weil ich euch gerne zeigen will, wie das dann aussieht, wenn wir mal eine Evolutionsstufe da bekommen. Dann nehmen wir das Center Water. Ich bin mir noch nicht sicher, welche anderen Waffen ich noch zusätzlich spielen möchte. Also die Vögel sind auf jeden Fall immer gut, finde ich. Also gerade wenn sie dann... Oh, da ist eine Crown. Character gains 8% more experience. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Also weil... Ja, wir brauchen halt tendenziell immer mehr Experience für ein Level-Up. Und ja, das ist dann einfach wichtig. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also ein Upgrade für Pumarola fehlt uns noch. Schauen wir mal, ob wir lucky sind und das jetzt bekommen. Nein, gut, aber wir nehmen Crown. Also Crown ist auf jeden Fall, ja, es kommt drauf an. Also wenn man eine Kombination hat, wo man sowieso relativ unsterblich wird, also man wird in dem Spiel nie wirklich unsterblich, aber ja, wo man wirklich sehr, sehr lange durchhält, dann muss ich sagen, nehme ich das nicht mit, weil dann kriegst du automatisch irgendwie die Experience, aber jetzt hier für das Ding ist Crown eigentlich auf jeden Fall ein Safe-Pick. So, wir haben jetzt voll geskillt Garlic und voll geskillt Pomerola. Jetzt müssen wir halt eine Truhe finden. Also wir müssen einen Elite-Gegner töten.
Damit das jetzt hier gleich... da ist einer. Perfekt. Haben wir irgendwie nebenher weggemacht. Jetzt müsste es eigentlich das Upgrade geben. Oh, warte mal. Oder habe ich mich vertan? Also, mehrere Möglichkeiten. Entweder... Also, wir haben jetzt nur eine King Bible bekommen. Entweder bin ich dumm und Pomerola ist gar nicht das Upgrade dazu. Ja. Sondern es wäre Spellbinder gewesen. Kann sein. Oder diese Truhe lag schon vorher, bevor wir diese Upgrades hatten. Und wir haben da schon mal irgendwie was erledigt vorhin. Das kann ich nicht mehr so ganz genau sagen. Aber dann spielen wir einfach weiter und gucken, dass wir unser Krempel so gut wie es geht upgraden. Also Spellbinder wäre jetzt als nächstes mal dran. Ja, schon mal Spellbinder. Dann haben wir jetzt, also eins muss doch da jetzt passen. Also auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur warten, bis der nächste Elite kommt. Oh, Crown. Jetzt haben wir richtig viele Crowns. Das ist echt stark. Die Wellen werden irgendwann auch schwer, wenn man nicht genügend Waffen-Upgrades und so hat. Das seht ihr ja hier schon. Dass man immer mal wieder so gehittet wird. Das ist jetzt noch alles kein Weltuntergang. Und wir sind eigentlich auch stark genug, dadurch, dass wir super viel... wir nehmen mal... Ne, wir nehmen... Ja doch, wir nehmen Ebene übrigens mit. Wir machen schon recht viel Damage mit unserem Santa Water. Und auch viele Projektile. Wir halten uns hier so ein bisschen drin auf und laufen immer so ein bisschen nach links nach rechts, sammeln ein bisschen was auf und dann laufe ich ehrlich gesagt wieder zurück. Hier unten können wir die Kronleuchter kaputt machen. Ah, da war Essen drin. Oh Gott, wieso kriegen wir gerade so viel Damage? Das ist aber irgendwie nicht so geil. Dann nehmen wir den anderen Vogel noch mit. Jetzt aber im Ernst, wovon habe ich denn so viel Damage bekommen? Ja, dann müssen wir eigentlich noch ein bisschen laufen und vielleicht nochmal gucken, ob wir uns irgendwo mit heilen können. Also, ach Gott, was mache ich denn? So, ein bisschen mehr aufpassen. Und vor allen Dingen zusehen, dass wir hier mal weiter Level machen, denn diese komischen Skelett-Dinger mit ihrem Kopf in der Hand, die machen wir tatsächlich nicht mehr so schnell kaputt. Jetzt müssen wir auch hier oben rum mal ein bisschen... Guck mal, ich krieg schon auch ordentlich Damage. Oh, das kommt uns jetzt natürlich entgegen. Da können wir hier mal kurz mal so ein bisschen aufräumen. Also vor allem, weil wir da auch auf diese Skelett-Typen ordentlich Damage machen. Wir können King Bible natürlich machen. Wirken Cooldown ist auch nicht schlecht. Ja, im Grunde genommen heißt es jetzt einfach weiter abzuleveln. So, und dann bleiben wir hier so ein bisschen. Pentagramm können wir eigentlich auch mal mitnehmen, ne? Nee, wir machen jetzt erstmal King Bible weiter. Also, die ist nämlich auch relativ strong. Ah, hier ist eine Elite. Da ist eine Elite drin. Wir können jetzt den nicht so ganz krass chasen. Ach, guck mal, aber die Gegner gehen zum Beispiel viel, viel schneller kaputt als diese Skeletttypen da eben. Das ist natürlich dann schon... Jetzt haben wir wieder so einen Punkt erreicht, wo wir ein bisschen besser farmen können, glaube ich. Und wir müssen natürlich jetzt gleich, wenn der Baum tot ist, gehen wir da dran. Jetzt sollte es echt ein Evolutions-Upgrade geben. Hä? Also, hä, haben die da irgendwas geändert an der Mechanik? Und hier können wir zum Beispiel gucken. Das ist schon geupgradet. So, und das eigentlich auch. Wieso? Und King Bible? Hä.
Finde ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Warte mal, was können wir denn hier noch upgraden? Also wir können noch eine Waffe können wir noch nehmen. Skull und Dings ist halt auch ganz geil, ne? Müssen wir mal gucken. So Skull und Song of Mana oder so finden, fände ich auch noch irgendwie sexy. Ja, aber hier marschieren wir jetzt wieder ganz gut durch. Ich habe das ziemlich sicher so in Erinnerung, dass sobald wir die Upgrades ready haben, dass dann safe sozusagen auch die Evolution aus der Truhe droppt. Aber irgendwie ist das nicht mehr so. Vielleicht wurde das mal irgendwann gepatcht oder so. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also wenn ihr das irgendwie besser wisst... Oh, aha, das geht mir jetzt ab. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Irgendwie kriegen wir jetzt hier relativ viel Gold. Gold ist aber an sich nicht das, was wir wollen, ne? Also, achso, wir kriegen trotzdem Erfahrung. Okay, na, dann ist es in Ordnung. Wir haben ja schon alle Upgrades da freigeschaltet. Ich glaube, Gold wird dann irgendwann nicht mehr so wichtig. In anderen Stages, anderen Leveln gibt es, glaube ich, auch noch so Händler, wo man für die Runde dann etwas kaufen kann, wo du dann sagst, ja, ich will aber das und das haben. Und das kostet dann 1000 Gold oder irgendwie sowas. Spinat ist auch noch richtig gut. Graden mal weiter ab hier. Ja, hier kommt jetzt auf jeden Fall ein bisschen was bei rum, ne? Also das kann man schon so sagen. Oder müssen wir... Turnus Box Cursed Item. But increases might... Lass uns das mal nehmen. Ich weiß nicht, kann man das auch irgendwie... upgraden? Ich glaube nicht. Ach, schade. Naja. Wir haben trotzdem noch ein bisschen Platz für andere Geschichten. Nehmen wir die Ebony Wings mit. Sorry, wenn ich da jetzt irgendwie zu schnell oder so durch rush. Aber ich denke, so vom Ablauf ist klar. Ich würde euch gerne noch eine Evolution zeigen. Und dann haben wir das Spielprinzip an sich auch erklärt. Alles andere ist natürlich dann eure Sache, das freizuschalten und zu spielen und so. Ich kann wirklich nur sagen, wenn euch solche Spiele irgendwie bocken oder so, oder ihr sowas mal ausprobieren wollt, ja, spielt das Original erstmal, Vampire Survivors ist wirklich ein klasse Spiel. Wie gesagt, kommen auch immer noch Patches, auch 2 Jahre nach dem Dings. Ich weiß nicht, was da jetzt noch so geplant ist, aber vielleicht findet man auch irgendwo eine Roadmap oder so. Dass sie jetzt einen Couch-Koop eingebaut haben, finde ich ehrlich gesagt richtig geil. Für mich wäre es besser, wenn der auch online funktionieren würde. Weil ich hier zu Hause auf meiner Couch niemanden habe, mit dem ich das Game spielen kann. Aber ja, ist ja schon mal ein Anfang. So, jetzt gibt es 3 Sachen. Ey, jetzt müssen nochmal Evolutionsdinger kommen. Also sonst bin ich hier irgendwie auch komplett raus. Da ist was, guck mal. Also wir haben 2-mal den Dings und das hier ist das Upgrade für Garlic. Soul Eater heißt das. Evolve Garlic steals hearts. Power increases when recovering HP. So. Jetzt sammeln wir, also ihr seht schon, das ist jetzt so ein ganz dunkler Kreis geworden. Und ja, wir sammeln jetzt teilweise auch Herzen ein. Uns fliegen da so kleine Herzen zu. Müsst ihr mal drauf achten. Ne? Und die heilen uns natürlich und geben uns aber anscheinend auch einen Power-Up. Und jetzt sind wir halt, also das ist halt jetzt schon sehr stark. Jetzt können wir ja sozusagen hier einfach, guck mal an, also da überall durchfetzen. Ne? Also Stand jetzt können wir überall durchfetzen. Wir sind aber auch erst in Level 53. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, ja krass, ist schon super weit, sondern es geht also weit bis in die über 100 rein, bis es dann wirklich irgendwann mal, bis dann Elite kommen, die uns kaputt machen. Ja, das ist schon wieder eine Elite gewesen. Gucken wir mal, was wir diesmal bekommen. Ja, das ist das Upgrade oder die Evolution von Centerwater. Das heißt jetzt Labora. Evolve Centerwater, Damaging Zones follow you and grow when they move. So, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Also diese Zones, die fliegen jetzt gleich hier irgendwo hin. Da, und die kommen zu uns. Also das finde ich ist eine sehr, sehr geile Sache. Macht auch super viel Schaden. Und dass sie größer werden, wenn sie sich bewegen, wusste ich bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Habe ich noch nie darauf geachtet.
Ja, also wenn man sich jetzt hier so drin aufhält, ringsrum fallen halt die Center Water runter. Und wir haben natürlich noch die King Bible, die ein bisschen Knockback, die ist natürlich jetzt noch nicht auf der Evolutionsstufe. Aber dann seht ihr, dass das schon ziemlich stark ist. Da ist ein Elite-Gegner, vielleicht können wir da das nächste Upgrade holen. Ja. Hey, wo ist denn? Ach, da. Nehmen wir das. Und jetzt rennen wir da mal rein. Und gucken uns das mal an, nicht? Ja, das ist das Upgrade für die King Bible. Also die Evolution. Unholy Vespers, Evolved King Bible never ends. So, und jetzt seht ihr gleich. Dann kommt sie. Ah, da ist sie schon. Diese roten Seiten und die schwarzen Seiten, das ist jetzt sozusagen die King Bible und das ist natürlich dann irgendwann richtig strong. Ich würde Song of Mana mitnehmen, tatsächlich. Und jetzt können wir hier ehrlich gesagt wieder so ein bisschen durchrennen. Also die King Bible macht halt wirklich Schaden. Ja, da passiert jetzt ein bisschen was. Ja, und so kann man dann spielen. Sammelt Gold ein für die Meta-Progression. Ja, und macht halt Achievements mit seinen Charakteren. Dann gibt es dann so Sachen wie eine Runde mit dem Charakter, dann schaltest du das frei und so. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man nicht sogar... Oh, Scalomagic ist geil. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man nicht sogar am Anfang auch Waffen freischalten muss. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt dann auch zu lange raus aus dem Game. Kann sein, dass man tatsächlich auch noch ein bisschen was freischalten muss. Ja, aber das ist dann halt auch der Grund, warum man da Stunde um Stunde dieses Spiel stecken kann. Und was ich auch ehrlich gesagt geil finde, ist halt, ich habe das jetzt ein paar Monate nicht gespielt, glaube ich, und man kann da immer mal wieder reingucken. Also, was cool ist, es kommen halt immer mal Patches raus, dann sind halt Sachen neu, ne, wo man so denkt, ach, okay, hat sich was geändert, das hält so ein Spiel ja auch irgendwie frisch. Und man kann halt einfach mal ein Ründchen spielen. Ne? Ihr seht da oben, die Uhrzeit ist eingeblendet. Wir sind jetzt bei 13:37. Was für ein Zufall. Spielen jetzt halt die Runde irgendwie, also etwa 14 Minuten. Hatten da vorher auch schon ein bisschen gespielt. Aber ich sag mal so, wenn man weit kommt, dann dauert so eine Runde vielleicht auch mal eine halbe Stunde. Glaube ich zumindest. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so im Thema, aber ja. Das kann man irgendwie zwischendurch mal machen, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass man sich da committet, irgendwie ein paar Stunden eine Runde Anno zu spielen, irgendwie 60 Stunden. Nein, also, ihr wisst, was ich meine, ne? Und, ja. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr diese Art Spiele mögt. Ich habe ehrlich gesagt vor, noch ein paar andere Spiele dieser Art vorzustellen. Es ist so, dass ich generell eher, ich sag mal, Aufbauspiele und so, Spiele, Wirtschaftssimulation, Tycoon-Spiele, sowas in die Richtung. Und das natürlich auch sehr, sehr gerne hier auf dem Kanal dann machen möchte. Aber es ist gerade so eine Zeit, wo ich noch mit Baldur's Gate beschäftigt bin. Und das auch noch eine Weile sein werde. Und, ja, irgendwann City Skylines 2 rauskommt und dass dieses irgendwann ist halt auch gar nicht mehr so furchtbar lange hin und deswegen weiß ich nicht, ob ich noch großartig was anderes in der Zwischenzeit anfangen soll, außer halt die Games, die ich hier schon habe, euch mal vorstellen und vielleicht mal ein paar Videos dazu machen und, oder auch mal einen Guide oder irgendwie sowas. Ja, das ist das Ding. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass alle Waffen und alle Passives, die wir hier haben, komplett geupgradet sind. Es fehlen noch Evolutionsstufe für hier für diese beiden Vögel und für Song of Mana. Aber dann können wir keine neuen Waffen mehr bekommen. Und dann können wir uns jedes Mal beim Level-Up aussuchen, ob wir Gold haben möchten oder ob wir 30 Health haben möchten. Und man kann auch sagen, always. Ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, gib mir immer Gold beim Level-Up. So. Und genau, dann muss ich das nicht mehr anklicken. Hier unten ist eine Truhe. Da sollte doch Evolution drin sein. Also was anderes geht ja auch nicht mehr.
Jetzt haben wir die Vögel. Union of Ebony Wings and Peachon. Heißt es Peachon? Oder Peachon? Peachon. Peachon. Egal. Das Gute daran ist, die werden jetzt sozusagen gemerged, weil das ist ja, sind ja keine, war keine Waffe und ein Passive, sondern es waren zwei Waffen, die jetzt zusammengefunden werden. Jetzt haben wir wieder einen Waffenslot frei hier oben. Also hier sieht man das. Jetzt können wir entweder es werden uns neue Waffen angeboten oder wir können natürlich diesen Vandalier können wir upgraden. Und jetzt gucken wir mal, ob uns da noch eine schöne Waffe begegnet, die wir irgendwie gut finden. Dann machen wir jetzt erstmal Vandalier. Also so, deswegen nehme ich die eigentlich ganz gerne, weil sie später zu einer Waffe gemerged werden. Es gibt auch noch so, ich glaube Schwerter sind das oder so. Die werden dann auch gemerged und das finde ich eigentlich ganz geil, weil dann hat man später noch wieder einen Slot mehr, ne? Also eine Waffe mehr eigentlich, wenn man das so will. Hier kann man zum Beispiel Pentagramm nehmen. Wenn ich das jetzt nehme, wird es immer gleich ausgelöst. Ich zeige euch das mal. Puff, dann ist alles weg auf dem Bildschirm. Pentagramm ist halt stark. Also Pentagramm ist halt irgendwann richtig stark. Das ist eine Truhe. Ist aber auch so, dass im Moment... Oh, warte mal, das ist Song of Mana, ne? Also das Upgrade, das ist, glaube ich, auch ganz geil. Ja, might slow enemies down. Das ist jetzt diese Regenbogen. Nee, warte mal. Die Regenbogenkacke ist, sind die Vögel, so. Und dann, aber dieses, was jetzt hier kreisförmig da aus uns rausgeht, das ist Song of Mana. Das war ja vorher nur, dass das sozusagen von oben nach unten geht, aber jetzt geht das so kreisförmig raus. Slowt Gegner und macht also a lot of damage. Ne? So, und Pentagramm ist so, cleart halt die ganze Map, also meinen Bildausschnitt, jetzt nicht die ganze Map, sondern den Bildausschnitt, und zerstört aber auch die XP-Items. Und eben hatten wir gerade schon ein Upgrade bekommen, dass es das dann nicht mehr macht. Oder es eine 45%ige Chance gibt, dass diese Items nicht zerstört werden. Weil wir wollen ja das nicht haben. Und jetzt kriegen wir sogar schon gleich die Evolution. Und dann steht, glaube ich, drin, dass Items gar nicht mehr zerstört werden, oder? Eine 65% Chance to not erase Items. Okay. Das ist ja schon mal was. Ja, und jetzt sind wir eigentlich, also jetzt kann... Warte mal, das war gar nicht das. Das war nicht das, die Evolution. Das war gar nicht die Evolution. Wieso verliere ich denn hier eigentlich so viel Leben? Das würde mich nochmal interessieren. Okay, wir heilen uns aber auch relativ gut. Dadurch, dass wir mit Garlic diesen Dings bekommen haben, dass wir eure Herzen anziehen. Ist natürlich schlecht. Kann man nicht anders sagen. So. Jetzt würde ich gerne noch die Evolution von Dingen sehen. Da ist ja auch ein Elite drin. Das ist auch der, der mir hier, glaube ich, immer mal wieder Schaden zufügt. Wo ist der denn? Man sieht halt jetzt nicht mehr so viel, ne? Aber ich kann euch sagen, es gibt noch andere Spiele dieser Art, da sieht man noch viel weniger. Das ist jetzt natürlich nicht... ist jetzt natürlich kein Pluspunkt hierfür, aber ey, ganz ehrlich, also das ist schon geil. Also, es macht halt wirklich Bock und ist irgendwie... Also, mich haben diese Art Spiele wirklich in den Bann gezogen, muss ich sagen. Ich probiere da auch relativ viel aus, hab schon einige gespielt und... ja, also wie gesagt, wenn ihr da Bock habt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich kann auch schon mal versichern, es geht auch bald weiter mit Baldur's Gate 3. Ja, es ist nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie 5-6 Stunden Videos aufzeichnen kann. Leider nicht. Ich hätte auch total Bock drauf, aber das funktioniert so leider nicht, mein Leben. Aber ich versuche immer, wenn ich irgendwie ein bisschen Zeit habe, dass ich irgendwie was mache. So, wir brauchen jetzt nochmal eine Elite. Um das Upgrade noch zu holen. Und dann ist... und dann ist auch Schluss. Also... da unten. Dann habe ich euch auf jeden Fall genug gezeigt, wie dieses Spiel funktioniert und
Ich wollte mir das Upgrade nur noch mal angucken, was das noch genau macht. Generates extra gems and gathers all of them. Okay. Das ist, also das ist jetzt der Cooldown von dem Ding, dieser Sound. Ding, 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 ding. Und dann macht's gleich bumm. Zack. Und das macht halt Pentagram irgendwann dann auch sehr, sehr stark. Es ist am Anfang super ätzend, wenn du XP farmen möchtest. Ja, dann natürlich nicht schon schön. Wenn du XP farmen möchtest und dann einfach alle Dinger zerstört werden. Das natürlich ist ja super ätzend. Ja, deswegen nehme ich das meistens, wenn es noch irgendwie geht, erst zum Schluss. Wo man dann eh sehr, sehr schnell levelt, weil man irgendwie alles zerstört und dann schnell auf die Evolutionsstufe kommt oder zumindest auf die Stufe, wo du dann, wo es eine 65%ige Chance gibt, dass Items nicht zerstört werden. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Jetzt bin ich tot. Das ist auch okay. Wir können jetzt noch reviven, zweimal glaube ich, weil ich das über den Meta-Progress freigeschaltet habe. Können wir noch einmal abwarten, bis jetzt hier das Pentagramm seinen Job verrichtet. Ihr seht schon, das ist schon gut. Hat einen langen Cooldown, klar, also sonst wäre es ja auch ein bisschen witzlos. Ja, aber ihr seht schon, ich bin jetzt Level 113 und ja, man kann sicherlich die Items auch noch ein bisschen besser bauen und so oder andere Kombinationen. Ich habe mit dem Typen schon lange nicht mehr gespielt. Also da mal so ein Garlic-Bild ist halt irgendwie immer ganz interessant, finde ich. Ja. So, aber bevor ich hier noch weiter ins Labern komme, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich wollte euch Vampire Survivors, wie gesagt, zeigen. Wir sehen oder hören uns im nächsten Video. Tschüssi!